Heute möchte ich euch eine Geschichte erzählen. Es war einmal. Ist es gerade? Oder wird es noch sein? Da machten sich Magier und Wissenschaftler ihre Mächte und ihr Wissen zunutze, um Herrscher der Zeit zu werden. Versucht man jedoch, an der Zeit zu drehen, sie zu stauchen, zu dehnen, zu hetzen, zu reißen, werden wir irgendwann verstehen, was Zeitportale für uns heißen.
Thank you.
Diese Kinder hatten Glück. Sie kamen in ihr Jetzt zurück. Manche bleiben in ihrer Zeit gefangen. Egal was passiert, wer und wo du gerade bist, nutze deine Zeit, die dir gegeben ist.